Ja, servus Leute, heute ist Vatertag und wir haben uns mal gedacht, wir stellen mal unseren schönen 205P vor. Und Mama steht hinter der Kamera, Papa sitzt schon auf dem Träger, der Ding hier mal eben hergefahren. Und das, willst du mal was erzählen zum Schlepper? 72 PS. 2016 dazugekriegt, hat vorher auch auf dem Obstbaubetrieb gelaufen. Wir haben ihn in unsere Lieblingsfarbe gemacht. Leider jetzt ein bisschen eingestoben. Ja, aber die Träger müssen ja auch bei uns mal arbeiten. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ey, aber nur mal ein bisschen schnuddelig aussieht. Wir können auch mal schön unter seine Haube gucken, was er da für ein Schätzchen drunter hat. Ja. Schön Vierzylinder Deutz-Motor. Hubraum weißt du bestimmt. 4,3 Liter. Genau. Und er hat nun gestern und vorgestern die Kreiselecke gefahren mit 1000er Welle haben wir mal genommen mit 1600, 1700 Touren. Er war so immer dreiviertel warm, so richtig schön. Jo. Er hat ein bisschen geschmückt. Haben wir auch ein Video zu, werde ich gleich mal reinmachen. Das seht ihr denn jetzt. Was gibt es sonst noch hier unter der Haube? Ja, schön, was alles man sagen einfach muss, Petra, den Dieseltank ab 85 oder 84 sind die auch in Plastik gekommen. Früher war das ein Eisentank da drauf. Genau, dies hier ist 85er Baujahr, 85er um das Baujahr. Mal zu sagen. Ja, schöne 32 läuft da bei 2300 Motorumdrehungen. Also man könnte ihn auch noch ein bisschen kitzeln, aber ist ja schnell genug. Ja. Wir haben den über die Jungmühle geholt und was hat er jetzt? Ich meine 10.000 Stunden. Wir haben ja 9 eingebaut. Jetzt hat er 167 und die Maschine hat nichts, ne? Ja. Was er macht. Flipcharbeiten und. Ist der gute Deutz, ne? Wie in anderen Videos schon gesagt, wenn er ein bisschen gepflegt wird, er kann uralt werden. Ist er auf der anderen Seite hier oder wo ist er? Ja, kommst du da hin? Paar Sekunden später. Du? Warte mal. Was ist der Vorführeffekt hier? 2 Stunden später. Irgendwann später. Das ist bei diesen anders als beim 204. Beim 204 ist ein Hebel und bei diesen musst du so eine Stange hochheben. So eine Stange, ja. Unterschiedliche Prinzipien. Ja, wir haben hier noch einen schönen Lenkfix an und der Ole Bursche, der hat jetzt so ein bisschen Spiel, seht ihr das hier? Und wenn man dann mal so die Hand da dran hat, sehr, sehr schön, angenehm. Dann ist das sehr angenehm, ne? Ja. Also wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Aber die Schaltung auch, wie man das kennt, schön leicht bei diesen Modellen. Auch Kriechgang schnell und langsam hast du ja nochmal. Ja, wunderbar. Ja, ich hatte das neulich, da hatte ich vorher auf dem Vario gesessen und dann bist du am Vorgewinde und dann trittst du mal aufs Gas, damit du mal eben ein bisschen schneller. Du denkst, jetzt kommt TMS. Na, aber ist nicht. Du musst mal eben einen Gang nehmen. Was ich auch mal hatte bei unserem anderen Modell, wo du das gerade sagst, ist, dass du hast ja vor und zurück beim Vario hier und dann willst du am Blinker oder am. Wolltest du wieder zurückfahren. Nee, aber sonst schön Luftsitz drauf. Den haben wir uns mal gegönnt, finde ich immer schön. Ja, das ist auch schnell einzustellen, ne? Wenn ich jetzt mal raufkomme. Ja, für jedes Sackgewicht, ne? Das muss man echt so sagen. Eine 1000er, eine 45er haben wir hier drin. Ja, eigentlich schön, ne? Man hat auch Platz, man kann auch noch mal Mädel mitnehmen auf diesen Träger. Das ist auch herrlich. Wie gesagt, schönen Tritt hier auf- und absteigen. Da hat Fendt-Will einen schönen Tritt gebaut. Wenn ich mir das an die Varios angucke, da hängt nur noch so ein Hühnerwieben an. Haben sich jetzt aber auch schon umgeändert, ne? Richtig.
aber da hast du doch richtig Trittsicherheit. Ja, Leute, zuverlässiger Träger. Deswegen, wenn ihr euch mal so ein älteres Schmuckstück zulegen wollt, man kann so eine Dinger, so eine Modelle ohne Bedenken kaufen. Eigentlich okay. Schon, ne? Wenn die jetzt nicht ganz verwahrt sind. Ne? Nee, ist also wirklich so. Doch. Passiert ja. Auch nichts mehr, das ist zuverlässig. Was haben wir jetzt hier hinten drauf an Reifen? Ja, ich will mal eben absteigen. 13, 6, 24. Ja. Hinten drauf. Petra, dann komm mal hier ein bisschen ran. Unsere Isari Drillmaschine, eine 2 Meter Arbeitsbreite. Hier kann man das Saatgut schön sehen. Sie ist jetzt eingestellt auf 40 Kilo auf dem Hektar, bringen wir aus. Ich habe sie damals vom netten Kollegen, Petra, das muss schon über 15 Jahre her sein, geschenkt bekommen. Die sollte in den Schrott gehen. Genau. Ja, ist ein Uhrwerk, läuft. Was ich gefunden habe gestern, ne? Du hast hier einen, so einen hast du abgebrochen. Ne? Den habe ich beim Walzen gefunden. Oh. Ja, so ein ganzes Ding hier. Fehlt da doch. Ja, wieso? Der liegt da auf dem Kreissäge. Hast du ihn vom Kubota runtergenommen? Nee. Ach, da liegt auch noch einer. Ja, zwei abgebrochen. Sind ja auch zwei. Und ein, ja. Einer ist da raus, hier. Ja, aber du kannst... Der schreit daneben hier. Ja, der ist da mal raus. Aber die Schare kann sowieso, wenn wir ohne Schare machen und haben die so laufen, dann ziehen die auch keinen Schlitz. Also im Abelhof ist das Banane. Ja. Die kann auch so hängen. So, also wir wollen das jetzt ja nicht... Tiefe Boden. Die auch jetzt nicht tagtäglich. Ne? Nein, ist klar. Wir wollen nur keinen Hafer sehen. Die macht bei uns 500 Hektar im Jahr, aber. Nein. Ja, aber so ein Ding. Auch alt, aber schön. Reicht dafür, ne? Ja. Wichtig ist, Maschine muss schon eben ein kleines Winterlager haben, ne? Sonst hast du nicht viel Freude an. Und es an diesem Träger schön anzubauen, ne? Passt da gut ran von der Weile. Ja, haben wir uns heute so gedacht, auf dem Vatertag nochmal eben ein kleines Video. Jetzt gönnen wir uns gleich nochmal eine kleine Mischung. Ja. Und ihr seid ja bestimmt schon wieder alle schön durchgekommen. Ja, denke ich mal, dass ihr auch alle Spaß hattet. Ja, und dann, Michi, wolltest du noch was sagen? Ne, so wüsste ich nichts, ne? Also wir können ja nochmal ein paar Videos von denen reinsetzen. Den wird man ja auch noch öfter mal in Action sehen. Den werden wir noch öfter in Action sehen, ne? Das wir haben ja eigentlich alles gesagt. Ja. Was man da so zu vorstellen kann. Wer Fragen hat, kann auch gerne fragen. Ja, oder schreibt uns. Kein Problem. Klappt alles. Ja. Also bis denn. Bis denn. Haut rein. Haut rein.